Moin moin und herzlich willkommen zu meiner Waffenreview von der M4A1 Royal Dragon. Ist ein Sturmgewehr, gibt's im Moment als ja, Geburtstagsgeschenk quasi. Crossfire Europe wird jetzt demnächst ein Jahr alt und da spray ich den erstmal runter. Ja, gibt's in der Royal Dragon Mega Capsule zu gewinnen. Wer meine Video News gesehen hat von gestern, der wird die auch schon so ein bisschen kennen, die Waffe. Ist im Prinzip ein einfacher Reskin von der M4A1 Advanced. Hat eine super gute Präzision, sowohl im Spray als auch im One-Hit, vor allem wenn ihr da jetzt mit tappt, ist das einfach unschlagbar. Hat einen recht niedrigen Rückstoß, ist jetzt nicht so niedrig, dass man sagen könnte, ja, total low. Aber ist halt so, dass man den noch sehr gut kontrollieren kann. Und der Schaden ist recht gut mit ungefähr 31 Schadenspunkten in die Brust, 100 Kill im Kopf auf jede Distanz. Also, das ist echt super Waffe. Die Nachladezeit ungefähr 2,3 Sekunden. Ja. Skin seht ihr ja jetzt hier schon. Ist so ein bisschen anders als der Red Dragon Skin. Hat von der Art her aber relativ ähnlich. Die Waffe schimmert mir persönlich ein bisschen zu viel. Seht ihr auch schon im Video. Die leuchtet einfach immer so ein bisschen. Und das ist mir persönlich schon etwas zu viel eigentlich. Aber an sich sieht die echt sehr gut aus. Und ist an sich auch nur mal eine super Waffe. Wer die M4A1 Advance kennt, der weiß, dass man mit der echt gut zocken kann. Der Schalldämpfer macht sie auch sehr gut für Ghost Mode. Und ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, versuchen die zu bekommen. Ich habe dafür 35 Capsules genau gebraucht. Also schon relativ viel. Aber ist auf jeden Fall eine Waffe, die sich lohnt. Und kann ich auch sehr gerne weiterempfehlen.